Tina, so darfst du nicht sitzen. Das ist nicht weiblich. Tina, so darfst du dich nicht verhalten. Ein Mädchen macht das nicht so. Mein Leben beginnt in Taiwan. Ich bin dort aufgewachsen, bis ich 7 Jahre alt war. Meine Mama ist Taiwanesin und mein Papa ist Bischofshofner und ist aber schon seit Jahren in Salzburg. Ich habe Deutsch lernen müssen als erstes. Weil ja Taiwanesen, sage ich mal, oder Asiaten, sonst was, schon eine eigene Mentalität haben. Und dann bin ich aber auch konfrontiert mit dem europäischen Bild, habe ich schon früh lernen müssen, mehrere Perspektiven im Leben zu erkennen. Und mit diesem Asiatischen habe ich halt für mich selber die Grenzen ertasten müssen. Meistens ist es das Gefühl, als würde der Schuh drücken. Und ich merke, da ist etwas, was sich tut in mir. Und daraufhin löst es halt aus, dass ich es verbildlichen möchte. Es sind auf jeden Fall Reibungspunkte im Alltag, die dazu führen, dass ich mich dann vertieft mit dem auseinandersetzen möchte. Was vielmehr halt sehr viel mit der Nacktheit, wo ich mich beschäftigt habe, auch mit der Frauenrolle. Im Zuge meiner Arbeit habe ich erfahren, wie es ist, mit Frauen zu arbeiten, die sich nicht schön fühlen, die aber es sehr wohl sind. Und auch im Spezifischen mit der Nacktheit. Da ist man so absolut rein und nackt und steht einem Menschen völlig unverfälscht gegenüber. Einerseits male ich auf den Körper. Ich male mit dem Körper statt dem Pinsel zum Beispiel Abdrücke. Und dann gibt es aber auch eben, dass ich Körper abmale, indem ich Skizzen oder Malereien, Aktstudien anfertige. Und dann gibt es aber auch Materialien, die jetzt nicht sofort einem einfallen. Erde, Zigarettenstümmel, Achselhaare. Der Mensch fasziniert mich, weil das der Ausgangspunkt ist für all meine Welt und alles, was rundherum ist. Aber der Mensch fasziniert mich auch einfach in der Schönheit, in der Hässlichkeit, in der Verrücktheit, eigentlich alles. Also was Kunst für mich ist, das kann heute das sein und morgen sage ich, das ist keine Kunst mehr. Und ich bestimme das ja nicht. Und mir ist es auch egal, wenn jemand sagt, meine Kunst ist keine Kunst. Es gibt kein wahr oder falsch. Ich mache es nicht, um zu sagen, das ist Kunst. Ich mache es, weil es mir Freude macht, weil es mich... weil es mich drückt im Schuh.